Hallo HSV-Fans, heute bin ich mit Stefan dran im HSV-Adventskalender und mal gucken, was für Fragen ihr uns gestellt habt. Was hast du in der Zeit gelernt, als du verletzt warst? Dass man mehr tun muss, als wenn man fit ist, um wieder zur Mannschaft zu stoßen. Und auch gleichzeitig habe ich gelernt, wer wirklich auch in meinen harten Zeiten da war für mich. Sprich enge Freunde, Familie. Und ja, das war das meiste, was ich in der Phase gelernt habe. Bist du auf dem Platz ein anderer Mensch? Ja, schon. Auf dem Platz bin ich viel ernster als privat. Also privat mag ich Witze zu machen und einfach über alles zu lachen. Aber auf dem Platz bin ich eher schon fokussiert und versuche meine Gegner aufzufressen. Welcher Fangesang gefällt dir am besten? Scheiß auf Schule und Arbeit. Das finde ich irgendwie witzig. Okay. Das Beste an Wilhelmsburg? Meine Freunde und meine Familie. Das war's? Das reicht. Okay. Wie bist du von Pauli zur HSV gekommen? Durch zwei Freunde, Khaled Mosen und Vitali Janet. Also ich war früher mit denen fast jede Woche 4-5 Mal. Das Einzige, was uns halt getrennt hat, war, dass die für den HSV gespielt haben und ich für St. Pauli. Und dann haben die halt immer zu mir gesagt, versuch doch mal zu uns zu kommen. Und zu der Zeit war HSV auch einfach besser. Dann habe ich mich von denen überreden lassen und bin dann zum HSV gekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Warum hast du mal einen Anschiss von deiner Mutter bekommen? Warum? Ja, oder wann? Ah. Wann? Vor einem Monat, glaube ich, bevor sie nach Ghana geflogen ist. Warum? Weil ich nicht aufgeräumt habe. Was war dein erstes Fußballtrikot? Mike Essien, Chelsea. Warum nicht City? Junge, was ist die Junge? Chelsea, Mike Essien. Wie läuft die Reha? Sehr gut, aber gleichzeitig auch sehr, sehr anstrengend. Und das Einzige, was ich noch in den Griff bekommen muss, ist, dass ich geduldiger werden muss. Lieber fällt man länger aus, anstatt man zu früh einsteigt und sich wieder verletzt. Ja. Welche berühmten Sportler findest du besonders toll? Antonio Rüdiger, wie ich das schon erwähnt habe, er ist mein Lieblingsspieler. Und ansonsten jeder bekannte Sportler oder Weltsportler ist auf seine Art und Weise toll. Aber für mich Antonio Rüdiger, weil das einfach mein Lieblingsspieler ist. Dein Favorit Heimtrikot, Auswärtstrikot oder drittes Trikot ist? Heimtrikot. Farbe gefällt dir am besten oder was? Ja, allgemein so Konstellation zwischen Weiß, Rot, Blau. Also ich feiere das und darum. Und auch das Trikot finde ich eigentlich am schönsten. Warst du schon immer ein Verteidiger? Nein, Mann. Wo ich angefangen habe mit Fußball, war ich Zehner. Ich schwöre, war ich Zehner. Und dann irgendwie mit den Jahren bin ich immer weiter nach hinten. Weil ich glaube, das Talent hat auch nicht mehr so gereicht. Aber damals war ich schon Zehner so ein bisschen. Die Stars und so. Da war ich schon überschätzt. Nächste Frage einfach. Warst du als Kind HSV-Fan? Oh, eigentlich nicht. Also ich hatte keinen
keine Mannschaft, die ich supportet habe. Ich mochte alle Vereine irgendwie, ich mochte es Fußball zu gucken, aber wirklich, wo ich sage, ein Verein hatte ich nicht. Bist du in FIFA besser als dein Teamkamerad? Als meine Teamkameraden? Als ja. Alle hier? Ja. Ich weiß, ich habe noch nicht gegen alle gespielt, aber ich sehe mich schon sehr weit oben. So, jeder weiß schon, Stefan, der FIFA-Spieler und so. Und schon ein paar Respekt hier in Hamburg. Was? Aber haben schon ein paar Respekt hier in Hamburg. Mein Name ist schon groß, wenn es um FIFA geht. Ich habe noch nie gehört, aber. Ja, dann musst du noch mal hören, weißt du. Okay, okay. Aber auf jeden Fall bin ich schon weit oben. Aber ich habe halt noch nicht gegen alle gespielt. Hi, liebe HSV-Fans. Danke für die zahlreichen Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zu beantworten. Ich denke, ich rede auch für Josh. Und zwar könnt ihr jetzt am Ende was gewinnen. Die Box hier, die ich hier halte. Und gleichzeitig auch das schöne HSV-Shirt von den Young Ones. Euer Stefan.